Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Skibidi Tower Defense. Herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa. Wir werden uns heute wieder dem PvP-Modus stellen. Unser Ziel ist es, auf diese Rangliste hier zu kommen. Dafür brauchen wir, wie viele Trophäen braucht man aktuell? 226. Ich habe 74. Das erste Ziel ist es, 100 Trophäen zu knacken, weil dann steigen wir eine Liga auf, Leute. Wenn ihr glaubt, dass ich das schaffen kann, lasst einen Daumen nach oben auf das Video da. Gerne den Channel abonnieren für mehr so PvP-Videos, Leute. Hier gibt es einfach endlich Ranked PvP. Let's go! Wir werden in der Liga ganz nach oben kommen, definitiv. Wenn ihr mich supporten wollt, checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung aus, Leute. Da findet ihr meinen Shop. Da habe ich unter anderem diese eigene Funko-Pop-Figur rausgebracht. Wir haben Plushies, Schlüsselanhänger, Handyhüllen, T-Shirts. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist bestimmt auch was für euch dabei. Aber das allererste, was wir jetzt machen, ist unsere Strategie verbessern, Leute. Wir haben immer diesen Titan Sunshine Man dabei. Den lassen wir jetzt zu Hause, denn wir haben gesehen, es gibt diesen Spotlight Man. Der kann scheinbar Einheiten verlangsamen. Ich hoffe, dass das auch der richtige Spotlight Man ist, weil der scheinbar, das haben wir letztes Mal im Video gesehen, als wir den Ranked Mode gespielt haben, dass der Einheiten verlangsamen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Einheit ist. Wir werden es aber rausfinden, Freunde. Wir gehen direkt in eine Ranked-Runde. Ihr seht, wir sind immer noch in der Kupferliga. Wir brauchen 100 Trophäen, um aufzusteigen. Und je nachdem, wen wir jetzt als Gegner haben, kann es schon sein, dass das sogar reichen wird. Je nachdem, ah ne, unser Gegner hat nur 19 Trophäen. Okay, streich das. Das wird nichts. Aber wir müssen natürlich trotzdem gewinnen. Falls ihr nicht wisst, wie der Modus funktioniert, Leute, wir müssen jetzt hier unsere Einheiten hinstellen und länger überleben als unser Gegner. Unser Gegner ist übrigens hier drüben. Wir können unserem Gegner auch Einheiten schicken. Also ich kann hier auch Einheiten kaufen, die ich ihm dann rüberschicke, gegen die er kämpfen muss. Und wenn ich ihm Einheiten schicke, kriege ich auch mehr Geld. Ihr seht es hier beispielsweise hier, Echo 75. Wenn ich den jetzt kaufen würde, würde ich pro Runde, aktuell kriege ich pro Runde $500. Ihr seht es hier oben in der Mitte. Dann würde ich, wir kaufen mal einen, zack, kriege ich $575. Und so versuchen wir jetzt einfach besser zu werden. Okay, jetzt platzieren wir mal kurz diesen Spotlight Man. Und ich will mal kurz schauen. Ja, der verlangsamt die Einheiten. Okay, das funktioniert. Das funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen ihn gleich auf jeden Fall noch verzaubern, Leute. Wir müssen den Spotlight Man auf jeden Fall noch verzaubern und ihm eine Sniper-Verzauberung oder so geben, damit er mehr Reichweite hat. Aber das machen wir gleich, wenn wir die Runde hier geschafft haben. Unser Gegner hat 19 Trophäen, das heißt, der ist nicht so stark. Wir sollten den eigentlich easy besiegen können. Ich schicke ihm einfach mal noch ein paar Units hier, dann kriege ich noch mehr Geld. Easy. So, und guck mal, die Verlangsamung. Wie gut das funktioniert, Leute. Easy. Bin einfach der Profi, oder? Let's go. Okay, wir upgraden den Bruder hier auch mal noch. Ah, ich habe nicht genug Geld. Mist. Okay, ich sollte aber auch. Ja, egal, wir können erstmal hier rein investieren kurz. Wir bringen erstmal den hier jetzt. Na, oh, sind bei ihm welche durchgekommen? Ah, bei ihm sind schon welche durchgekommen. Let's go. Okay, mal sehen, wie viel Leben er verliert von den beiden. Aber es sind ja nur so Nerd-Toiletten. Was verliert er? Alter, die ziehen 60 Leben ab. Bro, was? Okay, das ist crazy. Die ziehen einfach 60 Leben ab. Das gibt's doch gar nicht. Okay, er hat da irgendwelche Titanen hingestellt. Ich glaube, der Bruder ist nicht so richtig auf seinen Auftrag hier vorbereitet. Ey, jetzt haben wir den Spotlight Man, der noch Gegner verlangsamt. Leute, jetzt kann uns niemand in der Liga mehr aufhalten. Niemand kann uns jetzt mehr stoppen. Wisst ihr das? Let's go. Okay, ich werde ihm gleich erstmal einen richtigen Batzen Einheiten rüber schicken, die ordentlich gefährlich sind. Hier, so einen werde ich jetzt schicken. Hier, den verstecke ich da jetzt mit in seinen Einheiten. Zack, erstmal so eine kleine Mutantentoilette. Die kommt durch, oder? Natürlich kommt sie durch. Let's go. Guck, die Einheit, die wir gekauft haben, kommt easy dran vorbei und wird ihm jetzt ordentlich Leben abziehen. Alter, okay, wir werden das sowas von easy gewinnen. Dann gleich noch Sniper-Verzauberung auf Spotlight Man, Leute. Wir werden die Liga heute speedrunnen. Heute werden wir einfach die Liga speedrunnen. Ganz entspannt. Wir kommen auf die Highscore-Liste, hundertprozentig. Ich habe den Code endlich geknackt. Okay, so, wir kaufen... Ah, ich mache erstmal Upgrades auf unseren Scientists. Ja, wir brauchen auch so genug Kohle, sonst wird es schwierig. Und ich sehe gerade, unser Gegner hat auch nur noch 80 Leben. Oh, aber er hat eine Mutantentoilette zu uns geschickt. Okay, alles klar. So willst du also spielen. Oh, aber er verliert selber, weil er welche durchgelassen hat. Ja, gut. Dann, ja, die gepanzerten Toiletten hat er selbst durchgelassen. Ich meine, bei uns kommt der Mutant durch, aber nicht so wild. Der zieht uns 300 Leben ab. Okay, ich hoffe, diese gepanzerten Toiletten machen genug Schaden, damit er definitiv verliert. Alter, den hätte ich nicht durchlassen dürfen. Ich muss mehr Geld in die Upgrades stecken. Aber guck mal, die beiden... Oh, warte, schafft er es noch, die aufzuhalten? Nee, die eine kommt auf jeden Fall durch, oder? Ja, eine kommt durch. Reicht eine? Oh, eine reicht nicht. Ah, da hat er aber Glück gehabt. Okay, wir machen ein Upgrade auf unseren Mercenary Cameraman. Der wird hier ordentlich räumen. So, unser Gegner hat nicht mal ganz $1000. Das heißt, er kann jetzt auch nichts Starkes kaufen. Nichts, was uns gefährlich werden würde jedenfalls. Aber ich werde gleich was kaufen, was ihm gefährlich wird. Alter, dieser Spotlight Man ist so crazy, ne? Was der für eine kranke Verlangsamung macht, das ist wild. Ist bei... Okay, er hat mir...
Oh nein, er hat mir dieses Ding geschickt. Die Hexe. Aber die halten wir auf, die halten wir auf. Die halten wir auf. Er hat gedacht, er kriegt uns aber. Diese Hexe ist übel stark. Die ist übel stark und mega gefährlich. Ich schicke jetzt zwei davon. Zwei davon. Die ziehen uns zwei Geld ab. Ich kriege dadurch rein theoretisch weniger Geld pro Runde. Aber ich werde ihn jetzt damit besiegen. Die wird er nicht aufhalten können. Auf keinen Fall kann er die aufhalten. Keine Chance, dass er die aufhält. Easy. Okay, wir haben locker gewonnen. Jetzt machen wir noch die Verzauberung auf Spotlight Man. Und dann, Leute, sind wir unaufhaltbar. 7 Trophäen. Let's go. Road zu 100. So, wir gehen mal wieder hier rein, Freunde. Packen unseren Spotlight Man hier hin und ich fange mal an zu verzaubern. Ihr seht's, 1070 Rolls habe ich. Mal sehen, wie lange wir brauchen, bis wir Sniper hier drauf bekommen. Und da sind wir schon, Freunde. Hat auch nur knapp 50 Versuche gebraucht dieses Mal. Wir haben die Sniper-Verzauberung. Und jetzt sind wir noch viel mächtiger als zuvor. Wir gehen in die nächste Runde. Ich hoffe, wir kriegen den Gegner, der über 100 hat. Wenn wir den besiegen, sollten wir genug bekommen, damit wir selber auch über 100 haben. Und unser Gegner hat nur 53. Aber gut, man kann bekanntlich nicht alles haben, Leute. Stellen. Ah, ich dachte gerade, er hat direkt einen Tree Titan hingestellt, Alter. Ich dachte, er platziert direkt einen Tree Titan, Bro. Ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? Okay. So, wir verdienen uns erstmal ein bisschen Kohle hier. Alter, der hat fast die gleiche Strategie wie ich. What the hell? Was soll das denn? Wenn er jetzt gleich auch noch einen Spotlight-Typen rausholt, ich glaube, dann werde ich aber wild. Aber er kann nicht sehen, was für eine Verzauberung ich habe, ne? Das kann man nicht mehr nachgucken. Früher konnte man das, was die Gegner für Verzauberungen haben, aber mittlerweile nicht mehr. So, jetzt stellen wir dem Bruder mal hier so hin. Reichweite verdoppeln. Let's go. Let's go. Okay, und wir schicken direkt ein paar Einheiten, damit wir schon mal mehr Geld pro Runde bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alter, der Spotlight-Man wird uns so den Hintern retten, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Der wird uns sowas von den Hintern retten. Ganz übel. So, Mercenary Cameraman geupgradet. Let's go. Und ich schicke mal direkt hier. Ah komm, wir schicken so eine Old Toilet, schicken wir einfach mal. Okay, wir müssen den auf jeden Fall besiegen. Aber der Typ weiß, was er tut. Das ist kein Noob. Der weiß, was er macht. Wir müssen aufpassen. Oh, kriegt er hier drüben? Ah, nee, noch nicht ganz Probleme. Aber er hat jetzt den Tree Titan hier stehen und gerade ist schon eine Cloner-Toilet bis nach ganz hier vorne gekommen. Also der wird wohl so langsam ein bisschen Kopfschmerzen kriegen, der Gute. Aber alles easy, wir lassen ihn mal machen. Okay, ich habe jetzt hier auch schon unseren Titanen hingestellt. Aber was ich jetzt gleich machen werde, ist, wir werden mal anfangen, hier diese Large Mutant Toilets mitzuschicken. Ich gucke jetzt mal, was das hier für eine Welle ist. Und da schicke ich die jetzt einfach mal dazwischen. Dann kriege ich nächste Runde schon mal 500 mehr. 500 mehr an Geld und fange jetzt noch langsam an, meine Scientists zu upgraden. So, guck mal, da kommt der Bruder. Da kommt er mit schön viel Leben. Über 100.000, 160.000 Leben hat er sogar. Kriegt jetzt allerdings auch ordentlich einen rein hier. Ja, okay, der wird ihn besiegen, hä? Da ist er dann doch stark genug für, oder? Ja, er hat ihn down. Na gut, okay. Aber wir haben erstmal mehr als genug Damage. Oder haben noch mehr Geld jetzt verdient und gesehen, wie weit wir kommen. Wirklich Damage gemacht haben wir nicht. Er hat immer noch volles Leben, logischerweise. Aber wir kriegen so viel Geld pro Runde im Vergleich zu ihm. Das ist crazy. Viel, viel mehr. Und wir machen auch viel, viel mehr Schaden durch unsere Einheiten. Das ist auch crazy. Plus die Verlangsamung hier. Geht einfach übel ab. So, wie viel Leben hat hier der Boss? 88.000. Ja, das sollte aber easy down gehen, denke ich. Jupp, der geht definitiv easy down. Okay, alle Scientists sind schon mal auf Level 5. Wir kriegen gut Geld. Ich schicke jetzt nochmal so eine Large Mutant Toilet. Dann kriege ich noch mehr Geld pro Runde. Und werde jetzt gleich dann anfangen, meinen Upgraded Titan Computer Man langsam zu upgraden. Damit wir, falls er was Großes schickt, wir auf jeden Fall gerüstet sind. Weil er hat 7000 Geld. Entweder upgradet er damit irgendwas oder er schickt uns jetzt gleich was Böses. Eins von beiden wird er machen. Wir investieren jetzt aber erstmal nochmal kurz Geld in Microphone Assassin, bevor wir gleich die 10.000 in den Titan Computer Man reinhauen. Weil den Flächenschaden hier können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Aber das ist echt eine interessante Runde hier. Das könnte sehr viel knapper werden, als ich erst dachte. Ich dachte so, wie schwer kann es schon werden? Der Typ hat nur 50 Trophäen. Aber das wird schwer, Freunde. Der weiß, was er tut. Er hat zwar nicht so ein krank starkes Team wie ich, aber der ist gut dabei. So, wir upgraden unseren Titan Computer Man. Let's go. Macht er jetzt schon fast 10.000 Schaden pro Sekunde und wird natürlich gleich anfangen, noch viel mehr zu machen. Aber wir werden jetzt Microphone Assassin und Mercenary Cameraman werden wir maximieren. Beide werden wir auf Max-Level bringen. Und dann fange ich an, mit dem Geld erstmal nur Einheiten zu ihm zu schicken. Nur Einheiten. Vielleicht fange ich auch jetzt schon an, wenn ich es mir recht überlege. Oh, kommen bei ihm etwa Einheiten durch? Ah, nee, er schafft es gerade so aufzuhalten, ne? Oh, das war aber eine knappe Nummer, Bruder. Also, was macht er mit seinem Geld? Wo steckt er denn sein Geld hin? Oder hat er so schlechte Einheiten? Aber hat er ja eigentlich nicht. Er hat auch Mercenary Cameraman und den Tree Titan. Er ist eigentlich gut ausgestattet, aber naja, okay. Wir maximieren mal noch unsere Scientists. Ich brauche mehr Kohle. Scientists auf Maximallevel, Freunde, alle auf Level 6. Das heißt, das alleine sind schon 6.000 pro Runde, die wir kriegen. Plus die 2.000 von den Einheiten sind wir bei 8.000 pro Runde. Und davon werde ich dann jetzt gleich erstmal
Muss ich noch irgendwas an Upgrades kaufen? Erstmal nicht eigentlich, ne? Weil wir können Microphone Assassin noch auf Level 4 machen vorher. Und dann fange ich an, einfach nur noch Einheiten zu verschicken. Es sei denn, er verliert schon vorher. Weil das sieht gar nicht mal so gut aus, Bro. Alter! Oh! Tja. Bro, das. 3 Stück sind durchgekommen. Und er kann ihn nicht aufhalten. Wie viel Leben ziehen die ab? Oh, Bro, das war's. Game over. 10 Trophäen. Yes, Profi. Also, ich glaube, mittlerweile lässt sich locker sagen, Freunde, dass ich ein richtiger Profi bin hier in dem neuen Ranked-PvP-Modus, oder? Und wir werden auf jeden Fall den silbernen Rang heute noch erreichen. Aber ich will gerade mal hier oben gucken. Seit wann gibt's hier einen Toilettentempel? Was ist denn der Toilettentempel? Leute, den schauen wir uns im nächsten Video an. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir gehen in den Toilettentempel. Aber erstmal, also an der Strategie brauche ich, glaube ich, nichts ändern. Die Strategie kann so bleiben. Die funktioniert einwandfrei. Wir brauchen jetzt nur einen Gegner, der uns mindestens 9 Trophäen gibt. Und unser Gegner hat 0 Trophäen. Okay, gut. Hat er wirklich 0 Trophäen? Wo ist er überhaupt? Brudi? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ist er überhaupt in der Runde? Nee, ist er nicht. Oh je, der arme Kerl. Der wird einfach verlieren. Hä, wo? Ah, da ist er jetzt. Alter, er ist voll spät reingespawnt. Bro. Oh nein, dem wird es gar nicht gut ergehen, oder? Was hat er da jetzt hinplatziert? Was ist das denn für eine Einheit? Einer von diesen Hacker-Computermen, ne? Alter, er schafft es nicht mal. Er hat nur einen aufgehalten. Oh, Bruder, er hat direkt voll viel durchgelassen. Holy moly. Okay, nächste Welle. Let's go. Aber ich würde einfach mal behaupten, Freunde, das sieht hier so aus, als würde das jetzt keine ultraschwere Runde werden. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube nicht, dass der uns besiegen wird. Eigentlich bin ich auch ein ehrenvoller Kämpfer, Leute. Ja, ich mag es eigentlich, wenn wir hier schön faire Runden spielen. Ey, er lässt schon wieder Einheiten durch, Bruder. Ne? Schön faire Runden ohne gemeine Tricks, aber ich werde ihm jetzt hier gleich ganz gemeine Einheiten reinjagen. Er wird jetzt gleich direkt verlieren, Freunde. Ich sag es schon mal. Wir schicken jetzt hier so eine Witch. Wir schicken so eine Hexe durch. Die wird ihm jetzt direkt irgendwie 200 oder 300 Leben abziehen. Und er hat nur noch 360. Oh, er schreibt eine Nachricht. Was schreibt er? Okay, ich glaube, was auf Russisch kann ich nicht. Keine Ahnung, was weiß ich, was da gestanden hat. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich Russisch war. Naja, auf jeden Fall ist die Hexe durch. Und ganz viel anderer Alter, was macht der denn? Okay, die Hexe zieht gar nicht so viel ab. Wir haben trotzdem gewonnen. Aber nur 5 Trophäen. Ha, das sind nicht genug. Ha, wir haben schon wieder einen Gegner mit 0 Trophäen, Freunde. Das ist aber... Also heute ist aber entspannt hier, ne? Kann man nicht anders sagen. So, dann platzieren wir mal. Wir machen den mal gerade platt. Und dann sollten wir in der Theorie wahrscheinlich einen Rang aufsteigen. Bro, willst du nicht eine Einheit setzen oder so? Vielleicht? Hey, Bro. Okay, dann nicht. Keine Ahnung, was hier abgeht. Sein Game laggt auch übel. Er hat nicht so gutes Internet. Okay, er hat irgendwas platziert für ein paar Dollar. Aber was und wo? Was hat er denn gemacht? Okay. Oh, ich glaube, dem geht's gar nicht gut, Mann. Ich glaube, er weiß nicht, was er machen muss. Oh, oh. Alle Einheiten sind durch? Ja, moin. Perfekt. Oh, je. Okay, wir upgraden mal hier. Zack, zack. Easy. Okay, soll ich ihm irgendwas schicken? Komm, ich schicke ihm mal noch ein paar hier von den Nerd-Toiletten. Da freut er sich bestimmt. Ich denke, er wird sich freuen. Ich schicke davon ein paar. Ey, er hat immer noch keine Truppen platziert. Er hat keinen einzigen Turm gestellt, Leute. Nicht mal einen. Was macht er denn? Oh, no. Aber er hat wirklich kein gutes Internet. Vielleicht sieht er gar nichts. Vielleicht ist er blind auf einem Auge. So, jetzt kommen hier noch unsere Nerd-Toiletten. Die machen natürlich viel Damage. Zack. Ah, nee, machen gar nicht so viel. Oh, ist ja langweilig. Ich dachte, die machen mehr Schaden. Na gut, dann schicken wir einfach ein paar Speedy-Toilets. Ein paar Speedy-Gonzales-Toilets noch zusätzlich. Ich meine, oh, er hat eine Einheit hingestellt, Freunde. Er hat endlich eine Einheit hingestellt. Nur leider zu spät. Die wird ihn jetzt nicht retten. Aber er ist sogar eine gute Einheit. Hacker Speakerman hat er. Aber das reicht nicht. 5 Trophäen, Freunde. Wir sind aufgestiegen. Let's go. Okay, okay, wir checken mal eben, welchen Rang wir jetzt sind, Freunde. Wir sind jetzt immer noch Bronze. Aber jetzt haben wir ein Schwertsymbol. Jetzt haben wir ein Schwertsymbol. Sehr gut. Naja, okay. Aber ich hoffe, ich kriege jetzt... Ah, yes. Endlich mal einen Gegner, Freunde. Einen Gegner mit 122 Trophäen. Das wird spannend. Wenn wir den besiegen, kriegen wir garantiert auch einen ordentlichen Bonus. Weil wenn man Gegner besiegt, die mehr Trophäen haben als man selbst, dann gibt es einen ordentlichen Bonus. Wen hat er denn da vorne stehen? War das Hacker TV Man? Okay, keine Ahnung. Wie auch immer. So, zack. Noch mehr von den Units. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Entspannt. So, und jetzt müssen wir gleich unseren Spotlight-Dulli müssen wir gleich reinholen. Ah, hier ist er schon. Warte mal, ich stelle den aber... Stelle ich ihn denn hin? Komm, ich stelle ihn hier so hin. Da, wo er letztes Mal auch stand, da steht er gut. Und Upgrade, 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 Upgrade. Nice. Upgrade auf ihn, auf den Spotlight Man. Let's go. So, wen platziert er hier sonst noch? Er hat hier wirklich nur diesen Hacker-TV-Man, ne? Mehr hat er nicht stehen. Krass. Okay, vielleicht müssen wir ihm mal ein bisschen...
ein bisschen Bonus hier schicken. Ich denke, das wird helfen. Dann kriegen wir mehr Geld und wir kriegen mehr Geld. Ja, zweifelsfreie Logik, Freunde. Alter, hat er direkt so viel Geld gespart, dass er uns hier eine Mutant Toilet schicken konnte? Wir haben aber alles aufgehalten, das war aber knapp. Bro, was war das denn gerade? Als wenn... Alter, ich habe in mein Mikrofon gespuckt. Als wenn er direkt so viel schicken kann auf einmal. Hä, wo hat er denn das ganze Geld her? Hä, der cheatet doch. Alter, diese Claw-Toilet kostet 3000. Wie konnte er die so schnell platzieren? Alter, wie spielt er den Modus? Wir haben 200 Leben verloren direkt. Hä, wie spielt er den Mode? Wo hat er denn die ganze Kohle her so schnell? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, wir müssen genau aufpassen, was der hier tut. Ich muss sein Geld mal im Auge behalten. Keine Ahnung, wo der sein Geld gerade her hatte. Oh, jetzt hat er was durchgelassen. Ah ja, das kommt davon, wenn man Geld spart, um Leute hops zu nehmen, anstatt Einheiten zu kaufen. Selbst schuld an der Stelle. Das heißt, wenn wir jetzt gleich dran sind und ein bisschen was Großes schicken, hat er direkt verloren. Direkt. So, er kriegt zwar jetzt auch Kohle, aber lange nicht genug. Weniger als wir. Okay, aber ich warte noch. Ich warte noch. Ich kaufe mir erstmal noch ein paar Upgrades, dass ich vorbereitet bin, falls er irgendwas Komisches, Großes schickt. So, ja, da zum Beispiel schon wieder. So, jetzt schicke ich das Ding hier durch. Den soll ich jetzt aber aufgehalten kriegen, oder? Diese TV-Claw-Toilet? Sollte es nicht... Alter, schafft die es durch? Quatsch mich nicht voll. Ey, ich meine, die zieht jetzt wieder 200 Leben ab. Junge, der spart sich die ganze Zeit 3000 zusammen und schickt mir dann diese Viecher. Ist der Banane oder so? Warum macht er das? Was ist das für eine Taktik? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie jemanden so das Spiel spielen sehen. Okay. Aber er schickt nochmal so eine. No way, Bro. No way. Ich habe Microphone Assassin geupgradet für mehr Damage. Die Frage ist, ob das reichen wird. Es wird reichen. Es wird nicht ganz reichen, aber so wird es reichen. So, jetzt kann er mir mit seinen 3000er Angriffen, kann er mir jetzt nichts mehr machen. Jetzt ist er gerippt. Alter, was ist das für eine komische Strategie? Richtig dreckiger Spielstil, Alter. Er hat keine Chance, mich so aufzuhalten scheinbar, weil seine Einheiten zu schlecht sind oder so. Also schickt er mir als irgendeinen Mumpitz. Bruder, was ist das bitte für ein Playstyle? So, und jetzt? Er hat noch 280 Leben, okay. Oh, und es kommt noch eine Cloner-Toilet durch. Oh. Naja, das ist wohl nicht so gut gelaufen, Leute. Dann schicken wir ihm einfach mal noch ein bisschen was. Aber das konnte er easy aufhalten. Oh Mann, ey. Ey, den werde ich jetzt so hops nehmen, Leute. Den werde ich jetzt hops nehmen. Ist ein richtig fieser Spielstil, oder? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Einfach nur Geld sparen und starke Einheiten schicken, anstatt hier ordentlich Tower Defense zu spielen. Okay, Welle 11 startet. Er kriegt kaum Geld. Okay, dann, Cloner Toilets kann er scheinbar nicht aufhalten. Also... Nee, warte, wir schicken keine Cloner. Warte mal, ich verkaufe den hier. Ich schicke auch so einen großen. Zack, so. Das war's, Bro. Das war's. Das Ding killt ihn zwar nicht komplett, aber wird ihm mehr als gefährlich genug werden. So, dann schicken wir noch so eine Witch. Die kommt auch easy durch. Und dann haben wir gewonnen. Entspannt. Ja, das kommt von das. Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Let's go. 19 Trophäen, Freunde. 19 Trophäen. Eine Runde machen wir noch. Wir haben 120 Trophäen. Mal sehen, was wir jetzt hier als Gegner kriegen. Ich hoffe, irgendwen Starkes, irgendwen Gutes. 147 Trophäen hat unser Gegner. Okay, alright. Wir müssen jetzt direkt, ich lasse oben rechts jetzt direkt offen und wir beobachten mal, was er mit seinem Geld macht. Weil je nachdem, was er kauft oder wenn ich sehe, wie viel er anspart, dementsprechend können wir dann natürlich reagieren, falls er anfängt, komische Sachen zu machen. Alter, wo ist er? Oh nein, lädt seine Runde nicht. Das ist nicht gut. Hey, ich will nicht gewinnen, weil er aufgibt. Jetzt ist er erst reingeladen, Leute. Guck mal, er hat hier sogar den Evil Clockman Skin hat er sogar. Eieiei, Bruder. 147 Trophäen, nicht schlecht, ey. Ah, guck mal, er hat da auch so einen Spotlight-Man, aber einen anderen. Wo kriegt man den? Das ist so ein großer Spotlight-Man. Ah, gut, ich meine, meiner verlangsamt auch. Das ist die Hauptsache. Wir brauchen einfach nur jemanden, der verlangsamt. Das ist das Allerwichtigste. So, warte hier. Upgrade, Upgrade und ein Upgrade und du auch. So. Sehr gut. Jetzt upgraden wir noch Mercenary Cameraman. Okay, er hat 800 Dollar jetzt gerade liegen. Gut, gut, gut. Okay, das heißt, er spart nicht auf irgendwelche komischen Einheiten. Es gibt halt hier so Einheiten wie diese Witch-Einheit. Auch diese... Nee, die Cloner-Toilet gehört nicht dazu. Hier aber... Nee, warte, welche sind das denn noch? Ah, genau, hier diese Boss-Toilette. Die bringen halt Minus. Damit verdienen wir weniger pro Runde. Aber die geben einen unglaublichen Boost, weil das richtig starke Einheiten sind, die dem Gegner ordentlich Damage reindrücken. Deswegen... geben die uns quasi Minus, aber sind mega nervige Einheiten. Deswegen, ich schicke am liebsten die, die mir Plus bringen, weil erstens bringen sie mir Plus und sie gehen dem Gegner trotzdem auf die Nerven. Alter, guck mal, der Spotlight-Cameraman macht noch viel mehr Verlangsamung. Das ist ja krank. Ich glaube, ich brauche so einen. Oh, der Bruder hat die Geschwindigkeit auf 1,5 erhöht? Wie hat er das denn gemacht? Kann das nicht eigentlich nur ich selber einstellen? Hä? Okay, keine Ahnung. Ich schicke ihm mal noch eine starke Einheit hier drüben jetzt, so einen Mutanten-Otto.
Da hat er erstmal ein bisschen was mit zu tun und ich krieg mehr Kohle. Ist eine Win-Win-Situation. Und jetzt brauchen wir für Flächenschaden auf jeden Fall Assassin Microphone Woman. Oder Microphone Assassin, wie auch immer. Jo, wie weit kommt der? Alter, der kommt ganz schön weit, diese Mutant Toilet. Obwohl die gar nicht so viel Leben hat. Wird halt nur ordentlich verlangsamt von seinen Einheiten. Aber die kommt durch, oder? Jo, der kann die gar nicht aufhalten. Der hat auch kein Geld mehr. So, auf geht's. Die Verlangsamung ist auch vorbei. Kann er jetzt durchlaufen. Wie viel Damage macht der? Diese Mutant Toilets hier machen recht viel Damage, oder? 300? Brother! 300? Jesus. Das ist übel. Also ich könnte ihn jetzt direkt besiegen, wenn ich noch einen schicke. Aber das mache ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen noch mit meinem Essen spielen. Ich schicke ihm noch ein bisschen was hiervon. Den Schlechten, von den Schwachen. So, dann kriege ich noch mehr Geld. Schon 1100 kriegen wir jetzt. Was hat er denn da hingestellt? Was ist das denn für ein Cameraman? Den kenne ich gar nicht. Der sieht krass aus. Damn. Okay, Freunde. Wisst ihr noch, als ich eben gesagt habe, diese Witch-Einheiten sind unfair? Ja, ist mir egal. Ich schicke mal 3 Stück. Mal sehen, ob er die aufhalten kann. Falls er sie aufhält, habe ich natürlich ein Problem. Schafft er aber nicht, oder? Nö. Oh, doch, schafft er. Alter, er hat die Witch-Einheiten auf. Nicht schlecht. Vielleicht hätte ich doch nicht mit meinem Essen spielen sollen. Jetzt ist es zu spät. Oh, oh. Leute, die Runde hier zieht sich hin und zieht sich hin. Wir sind mittlerweile in Welle 24. Er hat auch starke Verteidigung mittlerweile stehen, an denen ich jetzt gerade auch mit starken Einheiten, die ich schicke, nicht vorbeikomme. Bleibt jetzt nur eins, dass wir auf jeden Fall stärker werden müssen als er, bis gleich richtig starke Wellen kommen. Er hat eben einmal versucht, uns auszunocken. Er hat mega viel Geld gespart und dann ganz viele von denen hier geschickt, aber ich habe alle easy platt gemacht. Gut, zugegebenermaßen, es war nicht so easy, aber es hat ganz gut funktioniert, Leute. Und ja, mal sehen. Jetzt hilft eigentlich nur, dass wir viel, viel stärker werden müssen. Möglichst schnell. Wir brauchen viel, viel Geld, damit wir unseren Upgraded Titan Computer Man schön hochleveln können auf Max-Level, weil wir haben auf jeden Fall stärkere Einheiten als er. Wir können mehr Schaden machen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur viel, viel länger überleben im besten Fall und unsere Einheiten ordentlich upgraden, damit die stärkeren Wellen hinterher nicht an uns vorbeikommen, weil er hat jetzt schon wieder 24.000 angespart. Mal sehen, was er als nächstes damit Lustiges schicken will. Oh, Leute, jetzt hat er uns hier die große Juggernaut-Toilet-Geschichte. Ich glaube, die kann ich nicht aufhalten, ich bin ganz ehrlich. Also würde mich wundern, dass ich die, falls ich die aufhalten kann. Die hat, wie viel Leben hat das Ding? 2 Millionen. Keine Chance. Keine Chance werde ich nicht aufgehalten kriegen. Jetzt besiegt er uns auch noch. Oder warte, macht das Ding so viel Schaden, dass es uns ausnockt? Ich denke schon, oder? Ich denke schon, dass es uns komplett wegnocken wird. Alles andere würde mich überraschen. Oder wie viel Damage macht es? Ist das ein One-Hit? Ja, es ist ein One-Hit. Ah, verdammt, Freunde. 10 Trophäen auch noch verloren. Ah, ich war mir so sicher, dass ich ihn besiegen werde. Aber er hat besser gespielt als wir. Aber das war es erstmal für diese Folge vom Ranked-Modus, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sind auf den nächsten Rang aufgestiegen. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Ich muss mir auf jeden Fall noch diesen besseren Spotlight-Man besorgen. Ich weiß nur nicht, wo ich den herkriege. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut und bis dahin.